Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir zu den letzten Neuzugängen aus dem Jahr 2019. Ja, wir schauen uns gemeinsam an, welche Bücher im Dezember bei mir eingezogen sind. Es sind 14 Bücher an der Zahl plus zwei Bücher, die nicht zählen, da es Bücher sind, die eben einfach nochmal bei mir eingezogen sind. Welche das sind und warum, dazu dann am Ende mehr. Ja, es sind 6 echte Bücher eingezogen, 6 E-Books und 2 Hörbücher. Ein sehr schöner Schnitt, wie ich finde, trotz der Befürchtung, dass an Weihnachten ja sehr oft echte Bücher verschenkt werden. Habe ich schon gedacht, das könnte ein sehr echt buchlastiger Monat werden. Ist es aber tatsächlich nicht geworden, weil ich mich selbst sehr zusammengerissen habe und tatsächlich da auch schon einiges an E-Books im Grunde gekauft habe. Aber quatschen wir gar nicht lang, widmen wir uns den 14 Neuzugängen, von denen auch schon einige gelesen sind. Der Monat begann mit dem Adventskalender von Ned Gelly und Der Hof der Wunder von Kester Grand. Ein Buch, das mir schon durch das Cover aufgefallen ist, durch den Klappentext, was ich auch schon in den Neuerscheinungen für Dezember vorgestellt habe. Hier geht es ja um die Französische Revolution, die in der Welt nicht so, im Grunde passiert ist, nicht so ausgegangen ist, wie wir es in unserer Geschichte kennen, und wir hier eben auch ein bisschen Magie haben. Und mich hat es vom Cover angesprochen und auch vom Klappentext. Ich fand das super spannend und es war bei Ned Gelly ziemlich zu Beginn des Monats auch im Adventskalender. Wer Ned Gelly nicht kennt, hier hat man im Grunde als Blogger, Rezensent die Möglichkeit, E-Books, Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und beim Adventskalender war es so, dass, ich glaube, pro Türchen tatsächlich das Buch offen für alle, die eben auf Ned Gelly angemeldet sind, zur Verfügung stehen. Man musste nicht anfragen, man musste nicht auf eine Bestätigung warten, sondern das Buch wurde direkt einem zugeteilt. Und da war das auch dann das erste Buch bei mir. Noch nicht gelesen, habe ich mir jetzt auch fürs neue Jahr natürlich vorgenommen. Auch Casa Dim ist auf gleichem Wege bei mir eingezogen, Jenseits der Goldenen Brücke von Julia Dippe. Ein Buch, das mir irgendwie ins Auge gestochen ist, allerdings tatsächlich nicht beim Cover sehr positiv, weil ich das Cover sehr merkwürdig finde. Also wenn man bei der Frau auf dem Cover mal auf den Hals achtet und wie da der Kopf gedreht ist, ich finde, das sieht sehr gruselig aus. Ich weiß, das sieht irgendwie nicht jeder. Wenn man es aber mal weiß, dann ist es ähnlich wie bei Paper Princess und den Kronen, die nach einem Körperteil aussehen. Man bekommt das dann nicht mehr raus und so ging es mir bei dem Buch. Mich hat der Klappentext sehr angesprochen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht auf Rezensionen oder so dann mehr eingeschossen, sondern dachte mir, das klingt irgendwie nach einer Geschichte für dich. Und ich mag High Fantasy und ich mag es auch, wenn das in Jugendbuchform ist. Man kann da manchmal Glück haben und bekommt da wirklich ein tolles Highlight. Und ich bin hier einfach gespannt, was es so ein bisschen mit dieser Welt auf sich hat, und hatte mich sehr gefreut, als ich das im Adventskalender entdeckt habe. Dann ist bei mir Rauhnacht-Rituale eingezogen von Sandra Waldermann-Scherhack. Habe ich auch schon gelesen. Es war meine Vorbereitung auf die Rauhnächte, die ja jetzt wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, schon vorbei sind. Ja, ich vermute mal. Ich muss überlegen, wann das Video online kommt, ja. Rauhnächte sind ja die Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 5. auf den 6. Januar. Das sind ja die 12 Nächte, die das Jahr vom Sonnenjahr zum Mondjahr mehr hat und in denen sich die Türen zur Unterwelt, Anderwelt eben aufmachen und Dinge durchaus auch einfach mal passieren können. Ich weiß, es klingt für manch einen sehr esoterisch, ist es aber gar nicht, wie ich finde, sondern man beschäftigt sich einfach sehr mit sich, mit einmal der Rücksicht auf was das Jahr gebracht hat und eben auch mit der Voraussicht, was man für Erwartungen an das neue Jahr hat. Man hat eben diese achtsamen Momente, die ich sehr schön und sehr wichtig finde und auch in diesem Zusammenhang fand. Es war nicht mein einziger Begleiter jetzt durch die Rauhnächte. Ich hatte auch ein Rauhnacht-Journaling-Tagebuch geführt über einen Instagram-Account und ich habe auch ein, zwei YouTube-Kanäle entdeckt und Podcasts und habe mich da ein bisschen mit belesen, beschäftigt, und das hat mir sehr gut gefallen in diesem Jahr und ich bin sehr gespannt, was die Rauhnächte so mir dann im neuen Jahr sozusagen bringen. Dann ist von der lieben Adriana Popescu 0711 Love Stories Episode 1 eingezogen, Lara und Tim.
habe ich mitbekommen durch die anfängliche Vlogmas, die Adriana noch gemacht haben und natürlich auch über ihren Instagram-Account. Und es ist geplant, dass jetzt jeden Monat im nächsten Jahr eine Episode kommt. Wir haben hier Kurzgeschichten, die so einen Moment aus dem Leben greift von zwei Protagonisten. In diesem Fall waren es eben Lara und Tim, die sich in der U-Bahn, S-Bahn in Stuttgart treffen und da eben sich eine wunderbare Situation ergibt, ein toller Dialog, tolle Gespräche und hat mir sehr gut gefallen. Trotz, dass es sehr kurz war, finde ich, war es sehr gelungen und man ist sehr gut reingekommen, war mit dabei. Ich fand auch die Dialoge richtig toll und ich bin ein Adriana Popescu-Fan, für mich war das natürlich Pflicht. Dann ist bei mir Ophia Scale eingezogen, Die Welt wird brennen von Lena Kiefer. Und ich habe mich hier gar nicht groß informiert, um was es geht. Ich habe 2, 3 sehr spannende, positive Rezensionen gelesen und auch gesehen und dachte mir dann, diese Reihe ist was für dich. Und ich habe mich tatsächlich gar nicht groß damit beschäftigt, sondern gerade bei Bookstagram habe ich dieses Buch 2, 3 Mal gesehen, auch bei einem sehr guten Freund, der direkt gesagt hat, Steffi, das ist was für dich. Und dann schwupps musste einfach der erste Band bei mir auch als E-Book einziehen. Ich glaube, mittlerweile sind alle 3 Bücher auch schon erhältlich. Das heißt, wenn ich da anfange und es mich packt, dann geht das auf jeden Fall direkt weiter. Ich finde die Cover sehr ansprechend und eben auch einfach, was darüber gesagt wurde, ohne jetzt tatsächlich zu viel darüber zu wissen. Ich vertraue da auf manche Meinungen sehr und wenn die zu mir sagen, Steffi, das ist was für dich, dann ist da oftmals auch wirklich was dran. Dann war ich ja in, ich bin in der in The Witcher-Welt gefangen und hatte ja mit... wie hieß es, der erste Teil, schon wieder verdrängt, das Erbe der Elfen habe ich in der Hand, das erste Buch hieß Das Schwert der Fortsehung, war der zweite Teil, ich habe es verdrängt. Der letzte Wunsch habe ich ja bereits auf dem E-Book Sub gehabt, war dann so gefesselt, so geflasht, dass ich mir dank Payback-Punkten in der Thalia Das Erbe der Elfen geholt habe von Andrei Sapkowski. Das ist die Neuauflage, die wirklich super, super schön aussieht, sich ganz toll anfassen lässt, also wirklich graviert ist. Es ist die Saga, das ist ja eine 5-teilige Saga, die ist jetzt schon neu herausgekommen vom DTV-Verlag. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Er gibt dann auch im Regal richtig schön so eine Grafik. Und es werden jetzt auch diese Kurzgeschichten aus dem Hexeruniversum, Der letzte Wunsch, Das Schwert der Vorsehung und dann auch Zeit des Sturms ebenfalls nochmal neu aufgelegt. Ich glaube, das kommt dann im April, Mai, wenn ich das richtig gesehen habe, oder war es sogar im Januar, ich bin mir gerade nicht sicher. Und man sieht hier hinten schon den Anfang einer Rune oder eines Zeichens und wenn man alle 5 Bücher dann irgendwann nebeneinander hat, sieht das richtig, richtig toll aus. Auch so ist die Gestaltung wirklich mega und es musste bei mir einziehen. Ich habe dann nach dem letzten Wunsch auch Das Schwert der Vorsehung mir direkt als E-Book geholt, weil ich glaube, wenn ich mir diese Reihe tatsächlich ins Regal stelle, dann möchte ich das nicht in unterschiedlichen Formaten haben und eigentlich bin ich nicht komisch in sowas, aber ja, deswegen werde ich jetzt alles, was es noch nicht in dieser Neuauflage sozusagen gibt, mir im Grunde als E-Book holen. Ich möchte auch aus der eigentlichen Hexe-Sage, das ist ja der erste Teil davon, möchte ich vielleicht auch mein Hörbuch oder so hören. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Reihe dann nach und nach einfach auch bei mir einzieht in dieser schönen Gestaltung. Ja, nach Das Erbe der Elfen ist auch Das Schwert der Vorsehung bei mir eingezogen. Das ist der zweite Teil dieser Kurzgeschichten, die man am besten vor der eigentlichen Hexe-Sage lesen sollte. Das macht jeder gefühlt ein bisschen anders. Ich fand es aber jetzt sehr angenehm, mit dem letzten Wunsch zu starten und mit dem Schwert der Vorsehung weiterzumachen. Ist also auch schon gelesen und ich freue mich jetzt sehr auf den dritten Teil, den eigentlichen ersten Teil der Hexersaga. Dann ist bei mir Time Stories eingezogen, Jagd durch die Zeit von Christoph Lambert. Mich hat hier zum einen wirklich das Cover angesprochen und zum anderen natürlich mal wieder eine Science-Fiction-Geschichte und es geht theoretisch um ein Spiel, das es wohl gibt. Also man hat hier ein Brettspiel, wenn ich mich nicht irre, was mir aber gar nichts gesagt hat. Mir hat nur diese Idee gefallen, dass man hier so durch die Zeit jagt.
Und ich fand das Klang vom Klappentext mega spannend und dann durfte es bei mir einziehen. Bin auch hier dem Verlag sehr dankbar, dass er es mir zur Verfügung gestellt hat. Dann ist der dritte Teil der Leuchtturm-Trilogie bei mir eingezogen von Kira Mohn, Find Me in the Storm. Als Hörbuch, wie auch die beiden vorangegangenen Bücher, wenn man ja das so möchte, musste bei mir dann auch einfach einziehen. Mir hat ja Teil 1 super gut gefallen. Wir sind ja hier an der nordirländischen Küste, wenn ich mich nicht irre. Und wir hatten hier eben so dieses Örtchen und im ersten Teil haben wir eben eine junge Frau gehabt, die diesen Leuchtturm hütet und uns natürlich so ein bisschen in diese Insel auch eingeführt hat. Im zweiten Teil fand ich persönlich ein bisschen schwächer, weil er sich für meinen Geschmack zu sehr mit der Vergangenheit der Protagonistin beschäftigt hat. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es im dritten Teil sein wird. Die Protagonistin hier kennen wir auch schon, die führt das Bed and Breakfast und möchte ich jetzt in nächster Zeit direkt lesen. Vielleicht habe ich das sogar schon gemacht, während ihr das Video schon seht und ihr seht es in der nächsten Bücherwoche. Also es ist auf jeden Fall ein Buch, was im Januar von mir gehört werden wird. Dann ist ein kleines Buchgeschenk bei mir eingezogen von der lieben Sarah. Ganz liebe Grüße an dich, die mir einen wunderbaren Weihnachtsbrief geschrieben hat und die mir den kleinen Taschenbuddhisten beigelegt hat von Bettina Lemke. Ich bin eine, die sich mit der buddhistischen Philosophie, sich darin sehr gut wiedererkennt. Ich nehme mir da sehr viele Sachen raus und ich weiß, dass das Sarah auch so ein bisschen macht. Und wir haben uns dann in den letzten Wochen, Monaten wirklich sehr, sehr oft darüber ausgetauscht. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass sie mir hier sowas Kleines für den Alltag geschickt hat. Und auch wirklich einen ganz lieben Weihnachtsgruß dazu gepackt hat. Zudem auch noch ein richtig schönes Lesezeichen. My home is my bookstore. Und das hat sie nicht ganz unrecht. Ich finde, es passt perfekt. Und ich freue mich sehr auf dieses Büchlein, was mir bestimmt noch so die ein oder andere Alltagserkenntnis geben wird. Und es ist eben so ein Taschenbuddhist, finde ich eine richtig schöne Idee und bin super dankbar. Liebe Grüße auch nochmal an dieser Stelle an dich. Dann haben zwei liebe Freundinnen von Bratapfel am Meer geschwärmt. Ein Buch von Anna Barnes, was ich überhaupt nicht auf den Schirm hatte, was mich vom Cover auch nicht so angesprochen hat. Aber mir wurde versichert, das ist eine Wohlfühlgeschichte, die wunderschön sein muss. Sie ist sogar von einer Freundin ein absolutes Highlight und auch hier weiß ich tatsächlich gar nicht so viel über die Geschichte, sondern ich habe mich wieder davon inspirieren lassen, was meine lieben Freundinnen darüber berichten und die haben geschwärmt und auch vom ganzen Setting und vom Feeling und dann ist es bei mir eingezogen. Anhand des Covers wäre es wohl nicht bei mir eingezogen, weil ich es schon so ein bisschen zu drüber finde, zu gewollt, gemütlich, wenn man das so sagen kann, aber ja, wenn Leute schwärmen, was soll ich sagen, ich bin auch nur ein Mensch, ich lasse mich auch anfixen und ich hatte auch ein paar Audible-Gutscheine übrig, aktuell pausiere ich, weil ich komme gefühlt gerade gar nicht rum, die alle irgendwie einzutauschen, umso schöner war es, das dann dafür zu nutzen. Dann war Weihnachten und ich bin dieses Mal tatsächlich auch ein bisschen beschenkt worden zur Weihnachtszeit. Normalerweise bin ich es gewohnt, sehr oft Gutscheine zu bekommen, meistens von der Thalia, aber ich habe konkret von zwei lieben Freundinnen dieses Mal die Bitte gehört, gib uns doch irgendwie eine Wunschliste. Und eins der Bücher auf der Wunschliste war von Karl Mayer die Sturmkönige-Reihe. Zumindest erstmal der erste Band und ich habe von einer Freundin dann tatsächlich diese wunderschöne Hardcover-Ausgabe geschenkt bekommen. Es ist, soweit ich weiß, die alte Ausgabe aus dem Löwe Verlag und sie war so verrückt. Tanja, fühl dich angesprochen, du bist so verrückt und sie hat mir direkt alle drei Bände geschenkt. Habe wirklich dieses Paket aufgemacht und mir gedacht, oh mein Gott. Ja, ich habe jetzt nur den ersten Band sozusagen auf den Sub gepackt. So mache ich das bei Reihen ja eigentlich immer, wenn gleich mehrere Bände bei mir einziehen sollten, was in letzter Zeit ja sehr selten vorgekommen ist. Aber bei mir sind alle drei Bände eingezogen. Ich bin ein bisschen angefixt worden, unter anderem von der lieben Ruth und auch von der lieben Becky, die von Kai Meier schwärmen, die von der Reihe schwärmen. Und ich musste sie jetzt gefühlt einfach haben, weil ich die Idee schön finde, dass wir hier einen fliegenden Teppich haben und also es ist eine Trilogie, die ist abgeschlossen, dass wir hier im alten Bagdad unterwegs sind und ich finde auch die Covergestaltung in dem Fall super, super schön und freue mich, diese Welt zu entdecken und ich habe ja alle drei Bücher da, das heißt, wenn es mich packt, kann ich sie in einem weglesen und freue mich da auch wirklich sehr darüber. Dann, habe ich schon gesagt, es ist Weihnachten und ich habe einen Totschläger geschenkt bekommen.
Es ist gleich gar nicht so leicht, den jetzt so lange in die Kamera zu halten. Aber ich muss, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Es ist der 4. illustrierte Band der Harry Potter-Reihe, Harry Potter und der Feuerkelch. Und es ist wirklich, es ist ein Totschläger. Man kann es echt nicht anders sagen. Er ist sau schwer. Es ist wirklich nur ein Buch, was man zu Hause im Bett lesen kann und es dann auch genießen kann. Und es riecht einfach gut. Ja, ich habe zu Weihnachten das Buch dann auch aufgeschlagen unter dem Baum, habe dran geschnuppert und den Kommentar geerntet. Sie ändert sich auch nimmer. Nein, das tut sie auf gar keinen Fall. Also mit sie bin ich gemeint. Ja, ich habe die ersten drei Teile ja schon hier. Ich habe mich mega auf den vierten Teil gefreut. Fand schon super schade, dass er im letzten Jahr nicht herausgekommen ist, weil da haben sie ja die ganze Neuauflage, diesen Schuber, den es jetzt auch gibt, herausgebracht und 20 Jahre Harry Potter. Es ist wirklich ein Klopper. Also ich weiß noch nicht, wie sie das beim fünften Band lösen wollen, ob sie dann wirklich einen Wälzer herausbringen oder den vielleicht teilen. Wobei beim Teilen muss man dann natürlich wieder über den Preis nachdenken, war der jetzt schon nicht ganz günstig. Aber es ist einfach wunderschön. Ich finde die Illustrationen richtig, richtig schön. Ich habe schon mal reingeblättert. Ich möchte im nächsten Jahr auf jeden Fall Harry Potter, ich muss ihn, glaube ich, einfach alle zwei Jahre lesen. Und ja, einfach, dass ihr, es ist sau schwer, ja, hier so ein Gefühl bekommt. Es sieht einfach super, super schön aus. Und ich fand es auch schon schön, damals die ersten drei in dieser illustrierten Ausgabe zu lesen. Und dann habe ich ja aufs Hörbuch umgestiegen. Und ich werde es so machen, dass ich tatsächlich jetzt weiter mit dem Hörbuch wieder anfange, immer mal in den illustrierten Ausgaben blätter und dann den vierten Teil hierin lesen werde und dann wieder aufs Hörbuch umsteige, weil mir das so viel Spaß gemacht hat von Rufus Beck. Und ich bin sehr gespannt, wie die Illustrationen hier sein werden. Super schön. Und ja, habe ich mich mega natürlich über das Weihnachtsgeschenk gefreut. Dann tatsächlich im Grunde das letzte Buch, was bei mir ganz neu eingezogen ist. Und zwar habe ich mit der lieben Christine, ihren YouTube-Kanal packe ich unten in die Infobox. Wir kommen ja lustigerweise aus der gleichen Stadt. Wir haben uns nach Weihnachten zu einem Käffchen getroffen und haben einen Buchtausch ja, besprochen vorher, weil ich ihr den zweiten Teil dieser Halte mich, finde mich jetzt, für immer mich, diese Second Chances Reihe, da hatte sie den ersten Teil von mir schon bekommen und ich hatte den zweiten ja auch gelesen und ihn für sie zurückgelegt. Und ja, sie hat mir dann ihre ausgemisteten Bücher geschickt und mich hat Der Kaktus sehr angesprochen von Sarah Haywood, wie Miss Green zu küssen lernte. Klingt nach einer lustigen Sommerlektüre, die vielleicht jetzt auch schon in so einem trüben Februar gute Laune zaubern könnte. Ich finde das Cover richtig schön. Ich weiß auch, dass mir das vom wie es optisch aussieht, irgendwie bekannt vorkommt. Es hat hinten auch richtig schön eine Story, dass es hier eben um Susan Green geht, die ja, ihren Job nicht so richtig mag. Sie hat eine Kakteensammlung. Sie hat das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu haben. Und ich glaube, sie mag auch ihre Katzen. Und ja, dass es nie zu spät ist, sein Herz zu öffnen. Klingt nach einer süßen Geschichte, wie gesagt, für vielleicht nicht so schönes Wetter, um sich ein bisschen Sonne ins Herz zu zaubern. Und ja, das habe ich mit der lieben Christine getauscht. Und ich bin sehr gespannt. Sie hat auch gesagt, dass das was für mich sein könnte und dass das zu mir wohl ganz gut passt. Und ja, auf die Meinung, ja, höre ich dann natürlich auch, während der Rest doch recht blutige Thriller waren, die nicht immer so ganz mein sind. Zurzeit bin ich auch gefühlt gar nicht so in Thriller-Laune, aber das kann sich ja auch mal wieder schlagartig ändern. Und ja, hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ihren Kanal, wie auch alle Buchinfos, findet ihr unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein. Auch wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt, ich werde die alle mal verlinken. Dann sind bei mir jetzt am Ende noch zwei Bücher eingezogen, die nicht auf dem Sub wandern, weil sie schon gelesen sind. Und nochmal bei mir eingezogen. Und zwar einmal ist es 5 Tage mit dir von der lieben Laura Newman. Das ist ja ihr Buch, was jetzt im Dezember erschienen ist. Das ist bei mir als E-Book eingezogen. Das habe ich regulär über ja, Amazon mir besorgt. Und dann von ihr habe ich noch das Testleseexemplar, wenn man so möchte, bekommen mit einer kleinen Widmung, mit einer Signatur, was ich super schön finde. Und ja, das passt jetzt perfekt in meine Newmanische Sammlung. Ja, ein ganz gelungenes Cover, wie ich finde. Auch wenn ich es anfangs irgendwie zu pink fand und ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Aber ja, wir haben hier den ersten Liebesroman von Laura Newman. Wir haben hier so einen Roadtrip durch Frankreich. Wir haben eine Protagonistin, die auch ein bisschen eigentlich verpeilt ist, aber doch irgendwie alles irgendwie sich so hinbiegt, dass es irgendwie klappt, was tatsächlich richtig schön ist. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, es Test zu lesen und dann eben auch so das echte Werk in Händen zu halten. Und ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ja,
ein Liebesroman, der in zwei Formen bei mir eingezogen ist, aber dadurch, dass ich es natürlich als Testleser schon gelesen habe, nicht auf dem Sub zählt. Und das letzte Buch ist auch ein Weihnachtsgeschenk eines lieben Freundes von mir, und zwar Offline von Arno Strobel. Und ja, ihr seht richtig, Offline war ja ein Jahreshighlight von mir, ein sehr überraschendes Highlight. Und ja, mein lieber Freund hat sehr aufmerksam zugesehen bei den Highlights und entdeckt, dass dieses Buch ja ein Highlight von mir ist. Und schwupps war es in der Post, und bei mir, hat mich mega, mega gefreut. Es landet deswegen natürlich jetzt nicht auf dem Sub oder als Neuzugang, weil es eben einfach schon gelesen ist. Ich hatte es als E-Book gelesen, freue mich jetzt aber, dieses Highlight ins Regal stellen zu können, weil es für mich wirklich ein 5-Sterne-Thriller war, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und der mich, ja, vielleicht Arno Strobel tatsächlich auch ein bisschen näher gebracht hat, weil es mein erstes Buch von ihm war. Und ja, ich das wirklich toll fand. Also ich fand Offline mega, denn wir sind hier im Gebirge beim Wilden Kaiser, nein, ich weiß gar nicht, im Berchtesgadener Land, am Watzmann, ja, mit Gebirge und so habe ich es nicht. Auf jeden Fall war ich da auch schon mal, umso cooler war es, die Gegend dort nochmal beschrieben zu bekommen. Wir haben eine Gruppe von Menschen, ganz unterschiedlich, die einfach mal offline sein möchte, doch dann in der ersten Nacht passiert direkt etwas sehr Schreckliches, Widerliches, Blutiges, Abartiges, und eigentlich wäre das wohl der Punkt gewesen, um aufzuhören, aber es war unfassbar spannend erzählt. Und ich fand die Ideen sehr innovativ, die Wendungen sehr spannend. Ich habe bis zuletzt nicht geahnt, wer dahinter steckt, und fand es wirklich der Hammer. Ich finde auch die Aufmachung von dem Buch tatsächlich sehr cool, dass er halt wirklich aussieht wie ein Smartphone, auch so diese abgerundeten Ecken vortäuscht. Also finde ich optisch richtig toll, und ich freue mich sehr, dass das jetzt bei mir im Regal einzieht, und ich bin schon sehr gespannt, was als nächstes von ihm bei mir einziehen wird. Ich habe einige Tipps bekommen, mit welchen Büchern ich hier weitermachen soll von Arno Strobel, und ich denke mal, dass im neuen Jahr ein, zwei Bücher von ihm einziehen werden und ich mich dran erfreuen werde. Ja, das ist dann sozusagen auch das letzte Buch. Ja, das waren sie, die 16 Bücher, beziehungsweise ja eigentlich nur 14 echte Neuzugänge, und ich finde auch schön, dass es sich so ein bisschen wirklich die Waage hält, was die Substanz des Buches angeht, und ja, einiges auch schon gelesen, anderes bereit entdeckt zu werden, darauf freue ich mich dann besonders jetzt im neuen Jahr, und ja, das war es tatsächlich schon. Das letzte Neuzugänge-Video aus 2019, das Jahr ist rum, wenn ihr da seht, gefühlt wahrscheinlich auch schon eine Woche alt. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Statistik sagen wird, wie viele Bücher gesamt bei mir neu eingezogen sind. Ihr habt das Video, Statistikvideo, also diesen Jahresrückblick, ja schon gesehen. Theoretisch kommt das nämlich am 2., während das Video hier jetzt am 7. online geht. Also habt ihr das theoretisch schon gesehen. Wenn nicht, ja, guckt mal in die Infobox, verpacke ich euch. Und ja, wer sich für meine Highlight-Videos interessiert, auch die Playlist packe ich mal in die Infobox. Ich hatte ja einen Adventskalender. Habe die Videos jetzt aber so betitelt und auch mit einem Thumbnail versehen, dass man erkennt, welche Bücher dahinter stehen. So, wenn jemand mal nach einem konkreten Buch sucht und die Meinung dazu sehen möchte, sind natürlich alles Highlights in meinem Adventskalender. Von daher sind das nur Highlight-Rezensionen, wenn man so möchte. Aber wer da gerne mal schauen möchte und vielleicht auch die Rezension so offline sehen möchte, der kann da einfach mal vorbeischauen. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Neuzugängen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon. Wenn nicht, alle Infos, wie gesagt, unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.